Guten Morgen, liebe Leute. Ich hole jetzt den Flo ab. Das war mein fleißiger Helfer auf der Baustelle, der mir auch den Bonsai wieder versucht hinzukriegen. Er meinte, oh, kann ein bisschen helfen. Hat mir beim Abriss schon geholfen, hat mir beim Spachteln geholfen. Also ist ein ganz fleißiger Junge. Den hole ich jetzt ab. Der hat vielleicht auch eine Fensterbank für mich, weil da muss ja eine neue Fensterbank rein auf die Baustelle. Da ist ja, da war ja so eine Spanplatte. Und Spanplatte ist nicht. Wunderschönes Wetter heute, also wirklich, also ich finde es enorm. Ja, der hat auf der Straße nämlich eine Bohle gefunden. Also keine hier, keine Straßenbaubohle. Ich habe vergessen, mich anzuschnallen, ich entschuldige mich dafür. Sondern irgendeine Bohle, irgendein dickes Brett, 5 cm dick, meint er wohl. Muss man sehen. 1,25 lang, das wäre genau das Maß. Ja, der gute Flo ist noch nicht bereit. Ist ja ein Ding, wa? Waren wir um 9 verabredet? Und er steht da in Unterhose. Ja, ja, ich bin gewohnt. Kenne ich gar nicht anders. Ja, von wem? 9 Uhr verabredet, 9.30 Uhr sind sie denn vielleicht so weit. Kann ich nicht warten, Familie wartet zu Hause, deswegen muss er dann doch alleine kommen. Aber die Platte habe ich schon mal mitgenommen hier. Die hat hinten drin. Schaut mal hier, das ist eine alte Platte, hat er gefunden auf der Straße. Neukölln, ist gut zu dir. Ist eine schöne Platte, massiv. 5 cm stark tatsächlich. Also wirklich schwer auch. Buche. Und habe ich jetzt für 35 Euro ihm abgekauft. Hoffen wir, dass er reinpasst, dass er da in diese Nische passt, dass das in Ordnung ist. Und dann schauen wir mal. Wieder 35 Euro auf der Liste. Da sind wir. Jetzt gibt es Frühstück hoffentlich. Ja, die ganze Familie ist krank. Alle krank, alle am Husten. Ich habe Zahnschmerzen mit Husten. Sie hat Zahnschmerzen mit Husten. Ei, ei, ei. Alle husten, außer Ecke. Frühstück! Die Vase heiraten. Die Vase heiraten. Sie macht die Vase heiraten. Sie macht die Vase heiraten. Nicht verkaufen. Hört mir jetzt jeden Tag an. Müssen wir sie wohl behalten und irgendwo einen schönen Platz finden dafür. Eigentlich gehört ja hier auf diese, das ist ja eigentlich keine Vase, das ist ja eigentlich eine Säule. Ja, und da gehört hier oben eigentlich noch ein Topf drauf, der so wie so eine Tulpe aussieht eigentlich. Die hat meist für diese Form so ein bisschen ausgestellt, ja, ein bisschen bauchig. Und der ist auch nochmal bemalt. Das Teil ist aber nicht vorhanden, also man kann nur mal das nehmen, was man findet. Ich habe aber auch schon den Trüller gefragt, ob er noch da irgendwie diese Teile hat, was oben, ob der noch ein zweites Teil hat. Und meinte, nee, das war nur so. Da war ja eine Glasplatte oben drauf, deswegen ist das Oberteil wahrscheinlich kaputt gegangen. Jo, Brot haben wir. Ich will nie wieder raus. Du willst nie wieder rausgehen? Nee. Wieso nicht? Oh Gott, ein armes Mädchen, ne? So ein Husten. Ich will nur noch aus dem Fenster gucken. Das ist aber auch nicht richtig hier. Oh, Futterli! Futterli! Oh yeah! Nur für mich, Futterli! Nein, ist auch für die anderen. Oh! Wer möchte was? Ich hab schon Futterli. Lass hier stehen. Hier ist ein Lustig. Gott, des Willen, was ist denn hier los? Zelt für den Versehrtenverein hier. Ich habe auch heute 5-mal genutzt. Das ist eine Katastrophe. Guck mal, hier ist zum Beispiel, für sowas ist akzeptabel. Ja, das ist in Ordnung, weil der auch unter der Bank ist. Abfällt, das ist ja auch viel Trend. Aber hier, schau mal, hier oben ist alles gut. Bis hierhin. Ja, auch nicht schlecht für den alten Mann. Ja, wenn
mal ein Tier. Ja, das muss man nicht schon noch. Oh, na, da fällt es drin, ja klar. Ja, da ist viel Zeug weggeschlagen. Ja, klar. Viel, ne? Ja. Das, du fühl mal, das wirst du einsehen, das muss alles so aussehen. Ja, 1,25 wäre toll. Hm? 1,25 wäre ideal gewesen. Das ist der alte Mann, ich kann nicht mehr. Du kannst nicht mehr ablesen, der Maßmann. Ja, okay, 1,25 mal 40. Zweites Frühstück. Zweites Frühstück. Naja, bei uns ist das Frühstück am Samstag immer sehr in die Länge gezogen, weil die Kinder keinen Hunger haben, dann wieder Hunger haben, dann wieder keinen Hunger haben und wieder Hunger haben. Und wir noch die ganze Zeit hier sind. Und wir einfach noch hier, naja, gut, ich bin schon ein bisschen hin und her, aber mein Kaffee ist ja noch da. Ganz wunderbar. Ganz wunderbar, ganz wunderbar. Und da ich immer so einen 3-Stunden-Kaffee habe, bietet sich das an, über 3 Stunden so ein Frühstück zu ziehen. Mama, da ist das jetzt ab. Ich darf Kaffee machen. Was? Mama hat gesagt, sie wollte zweimal Kaffee. Jetzt will sie doch halt. Oh, ja, ich hab noch. Ja, trink mal meinen Kaffee kurz aus und danach begebe ich mich auf die Suche durch Neukölln. Nach dem Wagen. Den Wagen werden wir nicht wiederfinden. Sondern was ich jetzt brauche, ist eine Fensterbank. Ich brauche ja immer noch eine Fensterbank. Mit brauner Fensterbank? Nee, erstmal nicht. Als letzte Alternative. 1,25 mal 45. Da guck ich mal, ob ich ein bisschen Holz finde irgendwo. Das ist ein echter Hase. Was ich da mitnehmen kann. Mietzi. Mietzi, du alte Klaukatze. Ich glaube nicht, dass du mit Nutella-Brote isst. Mietzi. Ja, genau. Die fällt auch fast runter. Die ist schlapp. So. Ja. Kletter habe ich gefunden. Und zwar bei Ali. Letztlich. Also habe ich einen Swimmingpool gefunden und eine Platte gefunden. Die Platte bei Ali. Und Ali möchte den Swimmingpool haben. Was hältst du davon? Wie findest du das? Na, ich habe ihm erzählt, gleich wollte ich dir erzählen. Ich habe einen Swimmingpool gefunden, weil ich die Platte gesucht habe. Er sagt, Swimmingpool, und so, was für ein Garten? Ne? Für die Kinder zum Einbauen? Ich sage, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, so wie er da ist. Ich habe einfach mitgenommen erstmal. Ist das eine Unordnung hier? Was? Ist das eine Unordnung hier? Den Frühstückstisch noch nicht. Echt? Ist das ein Buffet hier oder was? Gibt's ja gar nicht. Na, dann fangen wir mal an. Oh Mann, oh Mann. Heute ist Putztag. Jetzt, liebe Leute, beginnt der große Zimmerputz. Was soll ich denn sagen? Es gibt Tage, so wie gestern, oder vorgestern, also der Vlog. Welcher war Nummer
keine Ahnung, wo wir dann abends im Kino waren. Der war richtig interessant und so. Und dann gibt es Tage wie diesen hier, es ist ein Samstag, es ist irgendwie alles nur mit Aufräumen und so ist es, ne? So ist es bei ihm. Manche sind richtig geil, der hat mir selber richtig gut gefallen, weil da viel passiert ist, irgendwie viele Dinge. Und wenn ich jetzt zu Hause bin, passiert nicht so viel, außer dass ich arbeiten muss ich trotzdem. Und heute ist halt Putztag und das mache ich jetzt. Ich putze das jetzt hier ein bisschen durch. Alles, was oben drauf ist, erstmal immer ein Putz von oben nach unten. Ganz okay. Ganz okay. Nichts Besonderes. Das ist mein Leben. Fangen wir mal an. So, Pause. Zweieinhalb Viertelstunde sind oben, das reicht jetzt mal. Das ist ein Aschenbecher. Ein Taschenaschenbecher. Den kann man nämlich einfach in die Tasche stecken. Deswegen ist der so schön geformt. Kriegst du es auf? Schaffst du es? Wie geht der denn auf? Man muss dagegen drücken. Da. Da. Ja. Aber Zigaretten sind nicht gut, ne? Mm-mm. Ja. Miami! Nein! Doch! Nein! Doch! Bitte! Guck auf Papas Teller! Schokolade! Papas Teller ist gut! Papas Teller ist gut! Papa! Rabenschwanken kannst du essen! Bitte! Ich hab aufgekriegt! Wow, bist du Herkules! Über alle bestimmen! Du bist die Untertan! Witzi! Das hat die noch nie gemacht! Ja, fein. So, geh mal runter. Schmeckt. Hey, was machst du? Mami! Au! Au, die kratzt ganz doll! Mama! Au, Tommy, mach sie weg! Warte. Nee, die kratzt! Warte, es ist lustig. Mann, warte. Mach sie nicht auf die Pfanne rein. Ja, mach sie nicht auf die Pfanne. Da stand sie doch gerade. Komm her. Stimmt wohl. Die Mama kann damit nicht um. Ah, der Nikolai gekratzt. Kannst du nicht einfach so fremd gehen? Eine Katze. Schneidest du das oder lass du das drin? Das lasse ich komplett drin. Das ist witzig. Das ist total witzig. Ich hab mich verwegetan. Nee. Ah, die hat es auch wieder mitbringen müssen. Willst du wieder hin zu Mama? Na komm mal schnell. Ich erlaub's dir. Ja, komm. Hol dir dein Opfer. Ach, ist gut jetzt. Na, lieber da zur Seite als hier über den Tisch. Aber nicht übertreiben. Alle beide. So ist gut jetzt. Ich kann nicht ertragen. Ich kann nicht ertragen. Ich muss weit weg. So, nicht schuckeln. Du hast den Milch gemacht. Ich habe mir gar nichts gemacht. Ich habe einen Tee. Ja. Gemacht. Bekommen. Ja.
Das hat sie ja vorher sonst auch nicht so extrem sehr nett gemacht. Und wisst ihr, was ich für dich habe? Eine Überraschung! Da-da-da-da-da-da! Was für eine Überraschung? Zeig dir. Was denn? Du wirst dich freuen. Hast du einen Fisch in der Tasche, oder was? Ich hab was in der Hose für dich. Ich hatte was in der Hose da drüben. Gib mir mal. Ist das der Kamm? Ja. Ach so. Ja! Weil du eine nicht so, du pflegst mich, aber nicht dich. Pflegst du mich, pfleg ich dich. Ja, die ist total staubig, ist die. Dreckig. Na, guck mal, guckst du mal. Das kann man selber schlecht vergeben. Auf meine Quietschidecke und auf meinen Teddy. Och nö. Eine Quietschidecke. Was für eine Quietschidecke? Na, diese, wo dieses. Alles voll gebrochen, denn auf dem Sessel, Ohrensessel. Das war bestimmt gestern Abend, das Ding. Nee, das ist das Futter von heute, was ich rein. Das ist nass. Scheiße, mit dem Kotzen ist so ein Mist, ey. Kriegen wir nicht in den Griff gerade. Jo. Tommy ist wieder da. Da brauche ich jetzt noch eine Mülltüte, hole ich jetzt noch. Und die lasse ich gleich drüben. Eine Mülltüte, Pinsel und Kehrblech. So, ich bin fertig. Ich bin fertig für heute. Jetzt habe ich hier fast vier Stunden gebraucht für die Sachen. Mein Hals tut so weh. Entschuldigung, ich kann nicht richtig reden mehr. Gut, ich mach Schluss für heute. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen oder übermorgen. Mal schauen. Also, macht es gut. Dranbleiben. Wir sehen uns. Ciao. Euer Tommy.